Das Jobcenter in Sonthofen. Seit Januar betreut es seine Kunden in neu gestalteten Räumen. Dabei hat sich aber nicht nur die Einrichtung geändert, sondern auch der Träger. Denn das Jobcenter wird seit gut 3 Wochen, genau wie nur noch 9 weitere in ganz Bayern, allein vom Landratsamt geleitet. Ja, weil wir glauben, dass wir in der Verbindung im Landratsamt Sozialhilfe und der Arbeitslosenhilfe und insbesondere für Menschen, die ja besonders schwierig auch in Arbeitsplätzen zu vermitteln sind, das hier besser gelöst werden kann und das Netzwerk damit verstärkt werden kann. Und das ist uns, glaube ich, auch schon jetzt in der Vorbereitung sehr gut gelungen. Auch die Zusammenarbeit von Jobcenter und dem ebenfalls vom Landratsamt getragenen Jugendamt soll so verbessert werden. Damit ist das Landratsamt beim Thema Hartz IV alleine zuständig. Und dort ist man sicher, auf regionale Besonderheiten jetzt mehr Rücksicht nehmen zu können. Denn die Vorgaben der Bundesagentur für Arbeit mussten ja in allen deutschen Jobcentern machbar sein. Wenig Raum also für Individualität. Vorteil und Herausforderung zugleich. Die Verantwortung lastet auf den Schultern des Landratsamtes, die haben wir gerne angenommen. Bei den Kosten verändert sich nichts, die werden vom Bund getragen und für die Unterbringung, also für die Wohnung, waren wir bisher zuständig finanziell und sind es auch künftig. Aber wir glauben, dass wir da direkten Einfluss ausüben können und damit auch noch mehr Menschen doch eine Arbeit gewähren können und vermitteln können. Eine weitere Neuerung: Zum Jobcenter in Sonthofen gehört jetzt eine neue Außenstelle in Kempten. So können Hartz-IV-Anwärter aus dem nördlichen Landkreis das Arbeitslosengeld II in ihrer Nähe beantragen. Bürokratie abbauen, Sachgebiete vernetzen, die Zusammenarbeit beschleunigen. Hochgesteckte Ziele. Sind die nach gerade einmal 3 Wochen schon erreicht? So sehr viel können wir noch gar nicht sagen, weil es ja noch so frisch ist. Unser Bestreben ist natürlich geprägt von dem Ziel, dass unsere Kunden das möglichst ja nicht merken sollen, dass sich für die möglichst nichts ändert. Deswegen rechnen wir nicht damit, dass jetzt da groß die Begeisterungsstürme kommen, sondern wenn jetzt hier nicht besondere Beschwerden auflaufen, dann gehen wir davon aus, dass alles klappt. Ansonsten werde man weiter nachbessern, so das Landratsamt, um in Zukunft noch mehr Menschen zurück in die Arbeitswelt zu entlassen.